schnelle Kurven, große Bogen und kleine Bogen. So begann vor rund 30 Jahren schon Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister am Unterberg im südlichen Niederösterreich ihre Weltkarriere. Doch nicht nur durch die Sportlerin wurde das Skigebiet bei der Gemeinde Muckendorf bekannt. Der 1342 Meter hohe Berg punktet mit familienfreundlichen Pisten, idyllischen Abfahrten und Naturschnee. Wenn man irgendwo hinkommt und alles beschneit ist, ist es gewöhnungsbedürftig. Und wir haben fast nie eine harte Piste, nie ein Eis, was ja beim Kunstschnee das meiste Zeit ist. Das Schöne daran ist, dass man weniger müde wird als vom Kunstschnee her. Ein Naturschnee, so wie er vom Himmel kommt, ist immer noch das Schönste und Beste. Insgesamt 4 Schlepplifte führen auf 8 Pisten oder 20 Pistenkilometer. Die Hänge sind leicht bis mittelschwer, so ist die Michaela Dorfmeisterpiste auch für anspruchsvolle Skifahrer eine Herausforderung. Beginnen kann man seine Skikarriere im Fichtenwichtelland. Wir haben dieses Fichtenwichtelland kreiert, eben für Kinder, für Kleinkinder, die zu Skifahren beginnen. Da gibt es einen Teppichlift dazu und wir haben eben das mit Tieren ausgestattet, die bei uns heimisch sind, sodass man den Bezug zur Natur, zum Naturschneegebiet wiederherstellt. Seit die Sophia 2 war, nämlich seit voriges Jahr, sind wir hier ja, fast täglich gewesen, wenn Schnee war. Und sie hat da das Skifahren wirklich hervorragend gelernt. Also ich habe es bemerkt, dass es einem von unseren Söhnen so gefällt, dass er da gar nicht vorbeifahren kann. Also der bemüht sich da unbedingt, seinen Slalom-Parcours zu meistern. Ja, das gefällt ihm sehr. Stemmflug und Bogerl lernt man übrigens bei der Skischule Unterberg und auch die Ausrüstung kann man sich vor Ort ausborgen. Ausklingen lassen kann man den Tag mit der 5 Kilometer langen wildromantischen Talabfahrt. Wieder zurück zur Natur führen, das ist auch eine Aufgabe, die ein Skigebiet vielleicht hat. Mit der Familie kommen, wo eben die Großeltern, die mit den Enkelkindern die seichteren Pisten fahren und die sportlichen Eltern oder umgekehrt die anspruchsvolleren Pisten fahren können. Es soll für jeden was da sein. Und es ist nicht so groß, dass man sie nicht mehr findet. Man kann sie sehr schön am Treffpunkt in einen der Hütten ausmachen. Und in einer der beiden urigen Bergrestaurants gibt es sogar eine ein wenig außergewöhnliche Spezialität, original bayerische Weißwurst. Wer genau über das Wetter am Unterberg Bescheid wissen möchte, der kann sich am Schneetelefon genau informieren. Mehr über das Skigebiet Unterberg gibt es auch online unter www.skigebiet-unterberg.at.